Ladebildschirm. So, Tode 2. Moment, aber der Werwolf ist jetzt tot, oder? Der Werwolf ist jetzt lustigerweise als einer von wenigen Gegnern, bei denen das möglich ist, permanent tot. Achso, okay. Mhm. Okay. Oh, oder wollen wir ein Death Cap einführen? Nein, bitte nicht. Da muss ich mich ja noch mehr konzentrieren. So, anvisieren. Na, R3 reindrücken. Also ja. Den Stick. So, genau. So. Na, du musst schon ran an den. Oh, übrigens. Vorsichtig. Immer auch aufs Leben achten. Ja, sehr schön. Und du hast deine Blutechos wieder gekriegt. Das ist die zweite Möglichkeit, wie es passieren kann. Und zwar, wenn du halt stirbst, wie gesagt, du verlierst ihn, lässt einen Blutfleck zurück. Und dann kann es auch passieren, dass ein Gegner, der dran vorbeikommt, die wieder aufnimmt. Den musst du dann töten. Ha, kann ich meine Waffe eigentlich auch irgendwie an der Seite stecken? Ja, ne? Wie in die Seite? Was? Naja, so, like, ich stecke meine Waffe jetzt weg. Ach so, nö, du kannst ja kleine und groß machen, aber... Ach so, mehr nicht, okay. Ja, also du könntest sie theoretisch ins Inventar packen, ist aber Blödsinn. So, ja. Ich weiß, da war irgendwo einer. Genau, du siehst ja auch schon vor dir, was da ist, oder? Ah ja, da. Hallo. Ist das nur einer? Ich sehe nur einen. Ne, da sind zwei. Hallo, steh mal auf. Na, du könntest ja gleich auf ihn draufschlagen, während er aufsteht, dann... Alle, falsche Taste. Das wird noch. Wenn du es rausgefunden hast... Also, es sieht auch gar nicht mal so schlecht aus für Remote-Play. Ich hätte jetzt gedacht... Da ist der Input-Lag so groß bei, wie gesagt, 200 Kilometer Abstand. Ich möchte das gerne nochmal betonen. Das hat's geruckelt. Läuft auf meiner Playstation, gespielt von jemandem, der ganz, ganz weit weg sitzt. Ich kommentiere hier bloß, ich spiele gar nicht. Also wenn das aussieht, als wenn hier jemand sehr inkompetent spielt, dann liegt das daran, dass ich das nicht spiele. So, jetzt versuch nochmal die Leiter hochzukommen. Oh. Das hat vorhin bei der Testaufnahme nicht so funktioniert. Hey! Ja, und das war halt vorhin auch. Ich habe vorgestanden, ich durfte X drücken, aber es ist nichts passiert. Du bist immer noch bei 2 Toten. Ich werde das definitiv irgendwann mal vergessen, das einzutragen. Ich habe eine Banshee gehört. Ja, keine Sorge. Also hier sind wirklich gerade keine Gegner. Und dort siehst du die Lampe. Diese Dinger sind sowas wie die Leuchtfeuer in Dark Souls. Hm. Du kannst in den Traum des Jägers zurück, musst du jetzt aber nicht. Okay. So, du siehst doch gerade da rechts von dir diese Tür, ne? Ja, hier ist rechts, ja. Links von dir, meinte ich. Dieses Tor. Jo. Dieses Spiel, basiert darauf, dass du öfter mal Shortcuts freischalten kannst. Wenn du also irgendwann mal von der anderen Seite aus bei diesem Tor ankommst, ist das eine gute Sache, weil dann hast du dir einen Shortcut freigeschaltet. Ach, okay. Shortcuts, alles klar. Merk dir das schon mal so ein bisschen, genau. Okay. Übrigens, du kannst ja auch mal was ausprobieren, und zwar, wenn du stehst und die Laufentaste nach vorne drückst und gleichzeitig die Taste für einen schweren Schlag, also die hintere R2-Taste da, einmal kurz drückst gleichzeitig, dann springst du nach vorne. Nee, du musst doch gleichzeitig die Lauftaste. Ja. Drücken. Ach, egal. Probier nochmal. Ich will das mal sehen, ob das klappt. Nein, nicht während du läufst, sondern gleich am Anfang so, also gleichzeitig so diese beiden Tasten. Gleichzeitig den Stick nach vorne drücken und die. Ja! Klappt doch. Das ist eine sehr gute Attacke, wenn du Gegner hast, die vor dir ein Stück weit wegstehen. Ah, ich kann in der Umgebung hängen bleiben. Okay, gut zu wissen. So, okay, da ist Kiesel. Oh, cool. Ich habe 8 Kieselsteine bekommen. Ah, was kann ich damit machen? Du kannst sie werfen. Wow. Du kannst auch okay drücken, also X drücken. Ja, oh Gott. Hey, also der hält doch gar nicht mal so viel aus. Erschreck mich doch nicht! Also bisher sieht das Spiel gar nicht so schwer aus, wie du es aussehen lässt. Puh.
Okay. Also du kannst da lang. Na doch, da ist doch frei. Also du könntest dich da runter droppen lassen. Ja, aber es sieht nicht aus, als müsste ich da lang. Ich sag so, ich spoiler schon mal, du wirst da eh noch vorbeikommen. Oh Leute, da steht wer. Ja, also da sind mehrere. Also du kannst auch einen anderen Weg wählen, wenn dir das sicherer ist. Das Schöne ist, du kannst hier halt ab und zu mal... Das sieht ganz schön groß aus. Okay, okay. Also je nachdem, wenn du mal einen Gegner bekämpft hast, kannst du ja auch schon ungefähr einschätzen, wie viel Chancen du bei dem haben wirst. Ich finde das sehr irritierend, dass ich dir teilweise schon wen umherlaufen höre, der aber nirgendwo zu sehen ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen bei dem Spiel, das ist grauenvoll, muss ich sagen. Leute, er hat ein Schild. Hi. Ha! Hilft nicht viel, wenn er versucht anzugreifen. Und davon dir geschlagen wird. Blutfiole! Okay. Also wenn du die mal brauchen solltest, um dich zu heilen, dann... Ja, heil dich ruhig damit. Du kriegst von den Dingern echt eine Menge. Und ich kann dir sogar noch irgendwann rechtzeitig sagen, wann du dir ganz, ganz viele davon kaufen solltest, wenn du mal Blutechos überhaben solltest. Hi. Ist da hinter dir was? Nö. Ah, da hinter dir ist was. Okay. Ah. Hallo. Aloha. Ja. Oh, von einem Gerät verschlossen. Warte. Oh, ah, dich höre ich die ganze Zeit hier rumrennen. Ah. Aber du kommst da gar nicht durch, glaube ich. Komischer. Oder außer du. Übrigens, das Gerät, was das verschließt, such mal nach dem. Ach da. Kannst du dir den Weg denn da frei kämpfen? Also zu diesem großen Viech? Ich glaube nicht, aber. Hm, das geht schon mal. Hast du es gehört? Hi, Vieh. Hi. Oh Gott, das hat eine Riesenaxt. Ja, das ist, glaube ich, echt so ein... Oh. Warte, geht das echt? Ich scheine da wirklich hinzukommen. Oh Gott, will ich das? Geh da mal wirklich... Ich will das nur mal sehen, wenn der weg ist. Ob du da wirklich durchkommst oder ob... Oh, oh. Ja, ich... Okay, dann bleib. Also, dem würde ich dir jetzt auch nicht empfehlen. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass du da an den... So, ich vermute, ich muss hier einfach geradeaus weiter. Ja, und da kommen dir welche entgegen. Also, wenn du gut bist, dann... Ah, was machst du da? Falsche Taste. Los, weiter. Übrigens, wenn du getroffen wurdest, geh lieber weg. Renn weg. Renn in Sicherheit. Wenn du getroffen wurdest, hast du ein kurzes Zeitfenster, in dem du zurückschlagen kannst. Sehr gut gemacht. Und Fiole benutzt und... Ah, jetzt... Oh Gott, es hat geleckt. Visier doch an! Ah. Ja, wollte ich ja. In dem Moment hat es geleckt. Also, du hast ein kurzes Zeitfenster, in dem du angreifen kannst, um wieder Energie zurückzubekommen. Hast du das mal bei deiner Leiste schon mitbekommen? Ja. Gut. Also, das ist auch noch sowas, was dir im Kampf nützlich sein kann, wenn du dann halt mal in die Offensive gehst, wenn du es dir denn zutraust und leisten kannst. Sieht aber echt schon mal gar nicht so schlecht aus, wie du das machst. Alter, ich glaube so langsam so, dass... was machst Alter, du? Ich drücke auf Ausweichen. Nein, du hast gerade auf Blutfiole gedrückt. Und du solltest vielleicht mal wenigstens das Fenster da wegklicken. Nur so. So. Wenn du Sachen aufnimmst. Jetzt, geh weg, Fenster. So, danke. Mhm. Also ich finde, ich mache das hier sehr professionell. Du machst das gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Dass ich das zum mindestens 80.000. Mal spiele. Ah, wieso fängt das denn jetzt an, bei mir so pixelig zu werden? Das finde ich nicht gut. Das liegt bestimmt an meiner Verbindung. Oh Gott! Wally! Oh Gott! Was machst du? Warum heilst du dich immer als erstes? Ich weiß es nicht. Ich drücke aus Gewohnheit, weil da meistens ein Angriffsknopf ist, den Knopf. Aber der ist da nicht. Ich weiß. Ich habe mich gerade schon gefragt, wer hier redet und plötzlich werde ich angeschossen. Das ist nicht nett.
Ja, ich kann dir ja schlecht sagen, hey du, da ist ein Gegner, den du eigentlich erstmal killen müsstest. Übrigens, bei meinem ersten Spieldurchlauf habe ich den tatsächlich gleich als erstes gesehen und gekillt. Ich bin sehr vorsichtig ans Spiel gegangen und ich glaube, auch wenn ich den letzten Boss noch nicht besiegt habe, bin ich noch keine 40, 50 Tode gestorben. Bin mir nicht genau sicher, aber so ich viel war es nicht. Ich höre hier noch was reden. Das Problem ist, dass man hört es zwar, aber man sieht es nicht und manchmal ist das sogar noch ein paar Schritte weit weg. Ich habe sogar schon seine Sichel gesehen, aber nur weil ich wusste, dass er da ist. Oh Mann, okay. Ja, dieses Spiel geizt nicht mit Jumpscares, wenn man so will. Und Antidon war für mich gar nichts. Da habe ich dich einmal irgendwo gezuckt, ne? Ich fand ja, mich betrogen. Ich fand ja jetzt, dass das Spiel gar nicht so sehr, Gut gemacht. Aber wieso klickst du nicht diese Fenster weg? Mich würde das voll stören. Nein, was wollte ich denn nochmal sagen? Ach Gott, jetzt habe ich es voll vergessen, weil du gerade so überrumpelt wurdest. Nee, ach so, ja, ich fand dieses Spiel nicht irgendwie gruselig oder sowas und ich fand es eher verstörend an manchen Stellen. Ich höre hier schon wieder wen. Lass dich doch nicht okay. Immer so treffen. Ach ja, genau. Ich hab ihn noch anvisiert. Ja, aber du musst ihn dann auch anhauen oder so. Da kommt noch einer. Na toll. Geht ja, weg. Sehr gut. Geht und noch einer. Ey, aber du stellst dich echt gut an. Also du hast das Kampfsystem schon so gut kapiert. Okay. Kommt noch einer? Kommt her. Okay. Was das angeht, werde ich übrigens, also wenn ich weiß, dass irgendwelche Fallen auftreten, werde ich dich nicht drüber informieren. Wenn ich weiß, dass keine kommen, werde ich dich auch nicht informieren. Bewegst du dich? Nein, okay. Um es dir nicht zu einfach zu machen, weil ich kenne ja jetzt wirklich schon einiges. So, an den kannst du ranschleichen, wenn du es schaffst, auf langsam zu machen. Okay, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Oh. Ja, da okay, war's. Okay, nein, das... Weil wenn du den von hinten mit einem schweren Angriff triffst, kannst du ihn da gleich danach noch mit der R1-Taste, außer er, du lässt ihn gleich sterben. Okay. Aber an diesem Typen kann man... an diesem Typen kann man Eingeweide-Angriffe üben, falls du später mal irgendwie willst. Ach, so, dieses komische... Also, das da hinter dem Ding kriegst du doch noch nicht. Da musst du nämlich rumgehen. Oh, nein. Ich höre was gegen eine Tür brettern. Ja. Oh Gott, ich möchte nicht. Okay. Okay, ich krieg das hin. Oh, keine Bloodwiles mehr. Ich nenne die Dinger jetzt immer Bloodwiles, einfach weil Anglizismen mir lieber sind. Oh, nein. Sag mal, bist du seit dem zweiten Tod noch nicht gestorben? Nein, noch nicht. Ach. Krass. Nicht schlecht. Oh. Da kommt einer. Alter. Und da kommen noch mehr. Vorsicht. Das... Oh mein Gott. Also wenn du jetzt da reingehst, musst du aufpassen, dass dich mehrere angreifen. Deswegen geh lieber zurück. Du hast keine Blutviolen mehr. Da musst du drauf achten. Okay. Todescounter aktualisieren. Okay. Tipp. So. Du siehst ihn zwar nicht, ich kann ihn dir gerne jederzeit erzählen, wenn du Bock hast. Yeah. Aber trotzdem, dafür, dass du das per Remote Play spielst und zum ersten Mal und das jetzt nicht so deine Art von Spiel wahrscheinlich ist. Nee, nicht so ganz. Stellst du dich echt nicht schlecht an? Nein! Verbindung getrennt. Oh, okay. Versuch dich nochmal reinzuloggen. Keine Sorge, da wo du erwachst, passiert dir nichts. Es ist gerade im Moment echt ein bisschen... ich fühle mich noch überfordert. Das geht irgendwann weg, wenn du das erste Gebiet so durch hast und dann auf einmal merkst, oh, ich kann hier farmen, weil... ist ja easy.
Das Problem ist, du bist an einer Stelle gestorben, da musst du dich erstmal wieder hinkämpfen, um deine Blutechos zurückzukriegen. Oh, doch. Also wenn du nämlich, bevor du deine Blutechos zurückerlangst, nochmal stirbst, was wird dann passieren? Richtig, dann sind sie verloren. Okay. Wieder drin? Nee, noch nicht. Okay, also ich habe gesehen, du hast eine Verbindung hergestellt. Jetzt bin ich wieder da. Alles Hi. Klar. Hui! Juhu! Yay! Zurück. So, also du bist wieder an der Lampe aufgewacht und darfst den ganzen Weg dich nochmal durchkämpfen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt schon neue Blutfiolen im Laden kaufen kannst, aber dazu bräuchtest du ja auch erstmal wieder Echos. Echo. Ja, ja, ja.